Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Mond in der Jungfrau. Mond in der Jungfrau ist eine sehr interessante Besetzung, weil hier die Faktoren wohlfühlen, also Mond, und helfen, dienen, Fleiß miteinander zusammengeführt werden. Also das heißt, Menschen mit Mond in der Jungfrau fühlen sich eben wohl, wenn sie anderen helfen können, wenn sie unterstützen können, wenn sie andere bekochen können, wenn sie sozusagen putzen können. Also sie lieben ja Hygiene und, wie sagt man, Ordnung, so sagt man. Und gefühlsmäßig sind sie halt sehr zurückhaltend. Also Mond in der Jungfrau wird selten irgendwelche indiskreten oder gar peinlichen Fragen stellen, ja, wie sie aus anderen Bereichen ja bekannt sind. Es geht sogar so weit, dass Mond in der Jungfrau aus lauter Zurückhaltung niemals eine persönliche oder peinliche oder eine zu intime Frage stellen würde. Ja, das würde sie niemals machen. Natürlich, ja, ist hier doch eine gewisse Wissbegier vorhanden, ist ein neugierig machender Aspekt, aber sehr zurückhaltend. Und hier geht es natürlich in erster Linie darum, neue Arbeitsmethoden, Arbeitsverfahren herauszufinden. Also das heißt, die Neugierde hat auch eine eher praktische Grundlage. Wir sehen in diesem Horoskop den Jupiter zum Beispiel, wie im letzten Teil angedeutet, den Jupiter als Herrscher des sechsten Hauses. Spitze sechstes Haus im Schützen passt natürlich gar nicht. Ja? Denn sechstes Haus ist ja Jungfrau. Und deswegen wird über das sechste Haus auch das Thema Mond in der Jungfrau indirekt angesprochen. Ja? Weil eben Jungfrau, sechstes Haus, passt aber nicht in den Schützen. Das heißt, hier haben wir die Großzügigkeit in der Kleinmütigkeit, in der Detailliebe. Ja? Also eine sehr schwierige Besetzung. Und das würde bedeuten, Herrscher von 6, die Krankheiten, ja, oder das Krankheitsthema oder das Frostschutzthema wird jetzt hier sehr stark in Zusammenhang mit den Staatsipaten gebracht. Es herrscht hier sozusagen eine Art große Aufmerksamkeit für dieses Thema, und so wie es ausschaut, könnte das unseren Freunden ein wenig auf den Kopf fallen oder auch Birne bezeichnet. Ja, vielleicht kommt daher auch das Wort Abrissbirne. Ich weiß es nicht, aber das muss dann doch eher eine Felsbirne sein, weil die normale Birne ist ja doch nicht so hart, wie wir wissen. Ja, aber manche Birnen werden dann auch, ich glaube, als Matschbirnen bezeichnet. Ja? Das hängt aber nicht mit dem englischen Wort viel zusammen, obwohl viel und Matsch von der Menge her doch wieder das gleiche Resultat bringen. Wir haben hier Herrscher 6, das heißt, sie sind krank. Ja? Schwierigkeiten sind jetzt hier bei den Staatsipaten zu sehen, und sie sind auch entsprechend nervös. Sie sind aufgeregt, ja? Also sie sind voll freudiger Erregung, denn das Thema fünftes Haus liegt Ihnen natürlich jetzt sehr im Magen. Auch wenn Feiertage sind, so werden viele bereits unter Haarausfall vor lauter Kopfkratzen leiden. Denn wir sehen, der Herrscher von 5, Pluto, hängt logischerweise, weil Mars ja beide regiert, den Widder und auch den Skorpion, haben wir natürlich hier eine, wenn auch nicht offensichtliche, aber es gibt eine Verbindung. Ja? Es gibt eine Verbindung zwischen den beiden, weil der Mars auch das fünfte Haus regiert, und um das ist es nicht so gut bestellt. Auch wenn wir hier, glaube ich, welche Grade haben wir hier? Das ist das, haben wir gesagt, das fünfte Haus steht auf 13 Grad 28. Interessanterweise, ja, auch auf Jungfraugraden, also auch ist gut, auf Jungfraugraden, die gehen von 12 Grad 30 bis 15 Grad. Also sehr interessant, dass hier eben auch eine Art Reduktion stattfindet. Also das heißt, hier haben wir das Thema Wachstum, Lebenswohlstand, welche den Freunden, den Staatsipaten, bereits sauer aufstößt. Sie wollen damit ganz sicherlich nicht konfrontiert werden. Wir sehen aber hier bereits eine Konfrontation über das Halbsextil zwischen Venus und Mars. Gut, es ist auf 1 Grad. Hier haben wir 10 Grad und 9 Grad, das können wir weglassen. Also das heißt, auch wenn es nur ein Halbsextil ist, kann man das
1 Grad Orbis gelten lassen. Und wir wissen, hier haben wir es immer mit Überlebenskampf zu tun. Ja? Also hier sehen wir ganz eindeutig, dass es hier eben starke Spannungszustände zwischen der Bevölkerung, viertes Haus, verschiedenen anderen Ländern, ja, 11. Haus steht auch für, du weißt ja, verbündete alliierte Staaten gibt und den Staatsseparten. Hier haben wir tatsächlich große Spannungszustände. Wir schauen gleich die Halbsumme an zwischen Merkur, Uranus und Mondknoten, aber zunächst möchte ich noch einen kurzen Blick auf den Neptun, Herrscher des 9. Hauses, im 9. Haus machen. Das heißt, sowohl Ferner Osten als auch der Wilde Westen haben große Unklarheiten und es sieht so aus, als würden in beiden Richtungen ideologische Überlegungen wegen Neptun eine große Rolle spielen. Naja, ein Land, in welchem offiziell der Kommunismus herrscht, also das sehr spannende Kommunismus, in dem es Milliardäre gibt, ja, Volksgenossen, dazu bedarf es kreativen Denkens, um aus der Mao-Bibel das herauszulesen. Ja, ja, ja. Aber Kreativität, ich glaube, da hat es dem realen Sozialismus ja nie gemangelt. Die kleinen Leute dürfen ja das Blaugewand, das bescheidene Arbeitergewand tragen und das haben sie auch. Also auch die hohen Funktionäre haben immer eine Garnitur, Arbeitergewand, unter ihren 200-300 Smokings, Abendgarnituren und so weiter. Also da ist auch ein Blaugewand dazwischen. Bei den kleinen Leuten, bei den Volksgenossen ist es halt die einzige Bekleidung. Aber das ist halt eben Sozialismus für Fortgeschrittene. Wir haben hier auch wieder Halbsextil zwischen Saturn und Neptun. Saturn als eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses in 8. Dazu möchte ich auch gleich was sagen. Aber wir sehen hier, auch hier haben wir große Veränderungsprozesse aufgrund dieser Maßnahmen bezüglich Frostschutz. Das heißt, hier kommen die gewaltig ins Trudeln, Strudeln oder Wanken. Wir haben den Saturn rückläufig als eingeschlossenen Herrscher des 6. Hauses, das heißt hinter den Kulissen eingeschlossen, wird sozusagen an einer Fortsetzung des Themas Frostschutz gearbeitet. 8. Haus, würde ich sagen, ist in dem Fall eine Art Transformationsprozess. Also das heißt, sie wollen hier etwas anderes spielen. Also das heißt, sie wollen es noch einmal probieren, kann man hier schön ablesen. Aber ich würde sagen, sie können gerne so oft scheitern, wie sie wollen. Interessiert uns nicht. Wir machen unser Ding, wir ziehen unser Ding durch. Du kümmerst dich um dein Leben, du kümmerst dich darum, was du beeinflussen kannst und so soll ein Leben auch gelebt werden und so intensiv es auch geht, schau, dass du eben dein Leben zufrieden lebst und dadurch leistest du einen wichtigen Beitrag und nicht, wenn du, naja, an wen auch immer, nein, nicht du, ja, aber es gibt Leute, die glauben ja noch immer, es sind auch sehr gläubige viele dabei. Ja, wir haben hier Merkur, Herrscher des 3. Hauses und des 12. Hauses, über eine Halbsumme zu Uranus, Herrscher des 8. Hauses und des 7. Hauses. Das heißt, Verträge, die zu Ende gehen oder die verändert wurden, verbunden. Das heißt, die Wirtschaft, die ohnehin ja mit dem Thema Wahrheit ein Problem hat, also das heißt, hier wird vieles vorgetäuscht, hat es obendrein noch mit sich verändernden Verträgen zu tun. Und ich würde sagen, das hängt auch damit zusammen, dass es jetzt eben diese großen, massiven Probleme gibt. Ja? Dass es hier diese, ich schaue nur wegen Sonne, ob wir hier vielleicht einen Aspekt hier herein haben, aber ich glaube, 15 Grad 30, Uranus 16 Grad 30, interessant, auch das ist ein Halbsextil, sehr interessant, auch das ist ein Halbsextil. Das heißt, unsere Heimat und das Finanzsystem sind im Überlebenskampf mit Uranus. Und Uranus ist Verträge. Also das heißt, hier haben wir es aufgrund von internationalen Verträgen, welche verändert wurden, ja, haben wir es mit großen Problemen in unserer Heimat und auf dem Finanzsektor zu tun. Und diese Verträge setzen natürlich über die Halbsumme auch Merkur, Wirtschaft, Handel und Industrie zu. Auch wenn hier im Text steht, Anregungen geben und Anregungen empfangen. Ja. Stell das scharf,
auf die Plätze, fertig, los. Ja. Und hier überraschende Nachrichten und überraschende Wendungen. Ja, das könnte durchaus sein, weil es eben, wie gesagt, hier zu Verträgen kommt, welche neu sein werden, weil die alten Verträge laufen aus. Gut, ich würde so sagen, so im Großen und Ganzen haben wir alles hier auf die Schnelle besprochen und wir hatten ja gestern auch eine Frage des Tages. Es war wieder eine sehr, sehr komplexe Frage, sehr schwierige Frage. Es haben immerhin 1175 daran teilgenommen. Danke sehr. Und die Frage, ja, sehr, sehr schwierig, eine sehr schwierige Frage. Und zwar, sie lautet: Viele meinen, dass Computer bereits alles besser können als Menschen. Ja, das lassen wir weg. Dabei werden menschliche Handlungen zu über 80% emotional gesteuert, wo Computer so um die 0% an Performance bringen. Also null Empathie, null Kreativität, null Lebensgefühl. Computer können uns Menschen nicht einmal annähernd das Wasser reichen, auch wenn sie über ein beängstigendes Gedächtnis und lineares Denkvermögen verfügen. Ja, vielleicht können sie auch komplexer denken, ja, aber trotzdem sind es eben nur Maschinen, weshalb sie uns logischerweise als Planetenschädling beglücken wollen. Warum glauben dennoch so viele Menschen an die Überlegenheit des Computers? 62%, sieht man das? Ich glaube, jetzt sieht man es besser. 62%. Die Gehirnwäsche der letzten beiden Generationen zeigt Wirkung. Ja, ich gehöre noch zu der Generation, welche dieses Ding als Blechtrottel bezeichnet hat. Entschuldigung, das war damals die gängige verächtliche Bezeichnung. Und alle haben gesagt, für was brauchen wir das? Die Leute hatten Weisheit. Heute schaut es anders aus. Heute kann man fragen, wen man will. Und jeder wird sagen, ja, unbedingt, unbedingt. Oder während du mit ihm sprichst und die Frage stellst, ja, ich muss schnell nachschauen. Ich habe ein Update, ich habe ein wie sagen sie noch immer? Ja, irgend so ein Ding habe ich gekriegt. 8%. Die Alien Agenda, eine App, eine App oder der, wie heißt diese Gruppe noch schnell? Ja, ich bin da leider nicht drin. Ja. Die Alien Agenda kennt keinerlei Mitgefühl und das ist zugleich auch deren größte Schwäche. Ja. Das ist ihre große Schwäche. Und sie tun ja so. Sie tun ja so, als ob wir gefühllose Monster werden sollten. Ja? Das wäre unser Auftrag, in deren Sinne. Ja? Also das heißt, reduzieren, 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 bis dann eben aus uns auch ein Computer wird. Also sozusagen Transhumanism. 13%. Gezielt in Abhängigkeit gebracht, sehen viele keinen Ausweg mehr. Na logisch, wenn ich von frühester Kindheit an mit sowas erzogen wurde, dann sehe ich keine Möglichkeit, ohne dem noch zu leben. Ja, es ist leider so. 6%, weil er Informationen viel schneller verarbeiten kann. Natürlich ist er unserer Denkkapazität um ein Vielfaches überlegen. Aber wir Menschen haben Zugang zum Kosmos. Du kannst jetzt sagen, ja, das ist die Akasha-Chronik. Ja, ist ein Blödsinn, kannst nennen, wie du willst. Ja. Ich sage immer, Zugang zum kosmischen Wissen, das reicht doch. Was heißt Akasha-Chronik? Bitte, nennen wir es Akasha-Chronik. 12%, weil die hochgepriesene Wissenschaft ebenso kaltherzig ist. Ja. Das hat mich früher immer so erinnert, die Insektenforscher, die da Schmetterlinge, wunderschöne Schmetterlinge, so mit Stecknadeln auf irgendwelche Samtpölsterchen drapiert haben, ja, und denen das Wichtigste entgangen ist, das Leben. Das Leben ist ihnen entgangen und deswegen werde ich heute ein Schmetterlingsvideo hochladen als Beweis, ja, dessen. Regina, genau. Als ich noch gearbeitet habe, hat man mich oft kritisiert, wenn ich bestimmte Abläufe hinterfragt habe. Das ist eben so, hat der Computer so ausgegeben, war die Antwort. Naja, das heißt, man hat sozusagen schon akzeptiert, dass er über das Leben bestimmen darf. Jeanne René, oder Jana René, weil es uns in der Schule, Arbeit und tägliche Leben so vermittelt wurde. Das eigenständige Denken wird geblockt, ganz richtig, ganz, ganz genau. Heike schreibt: Ein heikles Thema, Werte wie Mitgefühl, Verständnis und Vertrauen zählen nicht mehr. Natürlich, ja, natürlich. Im Handelsrecht zählt nur Kohle, Cash. Cash ist Fash. Ja? Ja, Flavio erinnert daran, dass bei Computerfehlern niemand verantwortlich gemacht werden kann. Naja, da hatten wir, glaube ich, schon so einige gröbere Ereignisse, aber das ist dann halt was anderes, ja. Ja, Free schreibt, es ist ja leider so, dass man oft gar nicht mehr auskann. Das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem und deswegen möchte ich mit dir, mit euch gemeinsam etwas aufbauen, wo wir sozusagen das da bestenfalls als
Unterstützung, aber nicht mehr als Chef brauchen. Du verstehst? Also auf das läuft es hinaus. Gut, wir haben schon 15 Minuten. Wow, ich schwurbel. Gut, weiter zum vierten und letzten Teil. Der ist schon hochgeladen, also der geht schwupps, der ist gleich nach diesem Teil da. In dem Sinne trotzdem ein großartiges, wundervolles Rest-Pfingst-Wochenende. Dein Astrowolf, Ende.